Ich grüße euch, ihr Lieben. Energetische Behandlung von Übersäuerung. Annette hier. Auf Wunsch jetzt dieses Video. Gucken wir uns mal an, was in dem Fall ich für euch tun kann. Da ist ganz viel Gift und Säure an eurem Körper. Aus eurem Körper läuft das raus und das sauge ich jetzt mal ab. Leber wird mir angezeigt, Lymphsystem wird mir angezeigt. Und wieder Anthony William heilt eine Leber. Wäre eine Empfehlung von mir. Werbung. Wahrscheinlich muss man das jetzt sagen. Damit ihr eure Leber entlastet und somit das Lymphsystem und ihr nicht mehr das Gefühl habt, ihr seid übersäuert. Eigentlich ist es nur eine Überforderung der Leber. Nur ist gut, ne? Ich sauge ab. Kommt immer mehr, ist ja logisch, weil endlich die Kanäle frei sind, sodass der Körper loslassen kann. Der Rücken, Nierenbereich total kalt. Knie werden mir angezeigt, rechtes mehr als das linke. Die Zehen, Halluxbereich. Füße kalt, Körper entgiftet, befreit sich. So, alles zum Thema Übersäuerung. Was im Feld ist, was die Ursache sind, was die Glaubenssätze sind, Programme, Separation, Projektion dazu. Mit dem elektromagnetisch-biochemischen, infoenergetischen, den Autoresponder, zertrümmerte Autoresponder, archimedische Spiralen dazu. Zerstören, löschen, umkrehen, eliminieren, entmachten, kündigen, aufschwören, ab, annullieren wir durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebenszeiten, Inkarnationen, Multiversen, Zeitzonen, zurück an die Ursprünge mit Bewusstsein. Der Raum geht auf, Frieden, Goldigkeit kommt rein ins Feld. Seid da wie so ein goldener Ball. I like it, I like it. Ihr habt Probleme, das aufzunehmen. Also in euer Feld zu integrieren, diese Energie und meinen Nierenbereich, Unterrücken, saukalt, ich sag's euch. Jetzt geht es langsam rein. Jetzt öffnet ihr euch dem Wissen und der Macht von Gott und der Sonne. Wir sind eine Frucht des Lebens, Frucht von Mutter Erde. Ernährt euch mit gutem Obst und Gemüse. Wieder dasselbe, um den Körper zu entsäuern und zu entlasten. Und alles, was man diesem Entsäuern zugibt, wie zum Beispiel, ja, wenn du übersäuert bist, hast du eine Pilzinfektion. Was wäre, wenn das nicht der Fall ist? Was wäre, wenn das nicht stimmt? Was wäre, wenn da eine andere Ursache hinter ist, warum man entsäuert ist und warum man eine Pilzinfektion hat?
Man will es nur wieder in Worte fassen, damit der Patient die Schnauze hält und der Verstand was zum Überlegen hat. Alles, was das ist, was da hochkommt und runter geht, dahinter ist, davor, daneben, da drüber, da drunter, mit all dem elektromagnetisch, biochemischen, infoenergetischen, den Autoresponder, Zertrümmerte, Autoresponder, Archimedes, Spiralen und Algorithmen und was das immer laufen hält. Mit all dem elektromagnetisch, biochemischen, infoenergetischen, zerstörerischen, unkrein, eliminieren, machen, gönnen, aufschreien, ab, annullieren wir. Durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebenswelten, Inkarnationen, Multiversen, Zeit zu unserer Galle, Ursprung mit Bewusstsein. Das ist so, als wenn in eurem Kopf jetzt was richtig gestellt wird. Also das, was sich bei euch verdreht hat, euer eigenes Wissen wurde verdreht. Und dieses Wissen dreht sich jetzt zurück, wie so ein Kreisel in euch, stuck, fest. Und ihr könnt wieder auf eure eigenen Weisheiten jetzt zugreifen. Grün, hellblau kommt. Raum geht weiter auf, dritte Auge, alles geht auf, der ganze Körper geht auf, der atmet auf, lässt los, der ganze Dreck, der ganze Rauch geht raus. Ihr bekommt sofort die richtigen Informationen, Energien, Heilenergien eingepflanzt. Wissen wieder über die Halswirbelsäule, 7. bis 8. Wirbel. Da wurde euch wie was rausgenommen und das wird wieder eingesetzt. Das ist wichtig für die Anbindung zu Gott. Ihr haltet die Macht über euer Leben gerade wieder, euer Zepter, euer Buch des Lebens, euer Buch des Wissens. Es wird Ruhe kommen, Frieden kommen, Entspannung. Ihr seid die Gelehrten, die ihr glaubt nicht zu sein. Und dieses gelehrte Wissen bekommt ihr jetzt wieder. Wird eingesetzt ins Gesicht und man hat plötzlich einen riesen Raum, irgendwas zu erkennen, herauszufinden. Man ist in der Bibliothek seines Lebens verankert. Seltsame Heilendinge heute. Heieiei. So wirklich wie in einer riesen Bibliothek und ihr könnt auf das zugreifen, das danach lesen, aber das ist euer Wissen, euer Erfahrungsschatz und nicht mehr von außen, dass irgendein Gelehrter im Außen euch irgendwas erzählt, was nicht der Wahrheit entspricht. Frieden. Weißer Heilnebel um euch. Alles ist aufgefüllt, so wie ihr es braucht. Gelöscht ist, was zu löschen war. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Knuddel euch, buddel euch, segne euch. Ein Like, ein Abo, ein Kommentar teilt meinen Kanal. I'm freuing me a lot. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und macht's gut.